Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Krotz Super Mario Galaxy 2 her. Meine Damen und Herren, wo wir heute, nicht Hoden, sondern Höden, da muss man genau hinhören, wo wir heute natürlich hier weiterhin Schurzflug. Sink, Entschuldigung. Wie konnte ich es nur wagen? Also, das geht schon wieder los mit einem Affront. Wo wir heute dann aber hoffentlich bestenfalls irgendwie diesen zweiten grünen Stern nochmal irgendwann finden werden, der mir, glaube ich, beim ersten Mal nicht, zumindest nicht auffiel. Also deswegen sind wir da jetzt also etwas besorgt. Ich. Sehr. Also schon. Muss ich mir das jetzt schon wieder anhören hier? Ich bin ganz... war schon. So. Ja, lass... Losion. Wird schon ganz, ganz toll. Brak. Bark. Nicht so wechseln mit Brzt. Das wäre dann woanders. Like, comment und subscribe für mehr Brzt. Wobei, ne, mein Gott, vermutlich im Moment erstmal nicht, aber ist egal. Wir nehmen das erstmal so hin. Gut ist, dass ich hier keinen Zeitdruck habe. Das heißt, theoretisch... Na gut, es geht sowieso immer voran, von daher... Das hat jetzt wahrscheinlich nicht so viel, wenn man Zeit hat, aber... Man kann zumindest versuchen, sich Zeit zu lassen und dann mal so ein bisschen gucken, die Gegend zu genießen, diese Wunderbönen, zwei Wasserfälle... Und dann hoffen, dass man irgendwie... diesen dummen grünen Stern bekommt. Den da unten habe ich schon, danke der Nachfrage. Ich natürlich jetzt jedes Mal dann extra Leben mitnehmen. Und dann könnte man auf jeden Fall schon mal, weißt du, quasi unbestimmt lang, im Grunde genommen, gucken, was denn jetzt so geht. Nein, Stern. Wir gehen jetzt mal rechts. Ich glaube, beim letzten Mal waren wir da unten in dem Ding drin, ne? War ich da schon? Moment, waren wir schon? Ja klar, waren wir schon gucken, weil ich den ja mehrfach verpasst habe. Ich erinnere mich doch düster, ja. Danke, Spiel. Danke. Natürlich jetzt die Frage, ist hier nichts mehr? Nein! Direkt schon wieder los. Wir sind auf jeden Fall schon mal wieder zurück in Sinkfluggalaxie. Woran merkst du eigentlich, ich bin in der Sinkfluggalaxie? Ja, ganz einfach. Daran, dass du die ganze Zeit nur am Stöhnen und am Schreien und am Grunzen bist. Das Übliche halt, nicht? Komm. Nein! Auf der einen Seite. So viel zum Thema Grunzen und so. Auf der einen Seite ganz froh, dass wir den nicht so schnell gefunden haben. Auf der anderen Seite. Also, ich gestehe, da war ich jetzt nicht unbedingt ein Fan von, aufgrund der Tatsache, dass man das immer jedes Mal. Dadurch, dass das Ding ja komplett. Das war das, was ich beim letzten Mal gelobt habe, haben sie jetzt dann im Grunde genommen komplett andersrum gemacht. Dadurch, dass der Stern so weit am Ende war, musste man das Level jedes Mal komplett spielen. Aber na gut, ist egal. Von mir aus, muss ja kein Fan davon sein, nicht wahr? Einigen wir uns einfach da drauf und schreiten voran in unsere Bauklotzfabrik, Galaxie. So, die nehmen wir nämlich. Und deswegen, die meisten Galaxien kenne ich mittlerweile gar nicht mehr so wirklich, aber das würde jetzt halt so ein kleines bisschen Puzzle planken, ja? Müssen wir so ein kleines bisschen, weißt du, neu kennenlernen. Und selbst neu herausfordern. In grün, der Farbe der Hoffnung immer noch. Und deswegen. Habe ich gesehen. Ich sehe auch den einen da unten. Ja, ist okay. Es geht schon wieder los. Geht schon wieder los damit, dass die Dinger unter irgendwelchen Löchern sind. Oder über irgendwelchen Löchern sind. Da ist auch einer. Moment. Auf dem Block da. Auf dem Block. Also den zu übersehen wäre wahrscheinlich schon. Moment. Muss ich wahrscheinlich an dem Block vorbei. Nein! Moment. Wie? Was? Ich muss an dem Block vorbei. Und wenn ich das nicht schaffe, muss ich die Galaxie entweder zu Ende spielen oder abbrechen. Ja, ich meine, sag mal so, das Abbrechen hier bei den grünen Sternen dann noch erzählt. Also, das werde ich, da werde ich hemmungslos, weißt du, und so sein. Da wäre weil die Uhr. Aber ist egal, für den Moment gehen wir erstmal weiter in der Hoffnung, dass wir irgendwas anderes noch finden. Und dann werden wir eine glückliche kleine Panda sein, irgendwann mal. Also, am Ende dieses Levels, hoffe ich. Wahrscheinlich nicht, aber ich meine, dafür. Haben wir dann ja einen Stern direkt am Anfang des Levels, nicht wahr? Und das, was ich damit jetzt machen muss, habe ich wahrscheinlich richtig interpretiert, oder? Dass ich da jetzt im Grunde genommen erstmal irgendwie auf den Block muss, ohne den zu töten. Den Block. Und dann. Moment. Ist hier nichts drauf irgendwie? Also nichts, was man irgendwie so leveltechnisch irgendwie nutzen würde. Außer natürlich deiner verfickten wenig. Ich hasse dich. Ich hasse abgrundtief. Und du wirst sterben, mein Freund. Warum? Wir haben schon wieder. Wir haben Kamera. Houston, wir haben Kameraprobleme. Reicht das jetzt schon? Das reicht wahrscheinlich nicht. Ich mach den hier mal so ein bisschen. So ein Stückchen noch, ne? Und dann haben wir auf jeden Fall da schon mal Kettensägenkreis. So. Das ist auch. Und da muss übrigens aufpassen: in Kettensägenkreisen. Da werden nämlich. Da geht's ganz schön düster zur Sache. Deswegen, ich habe hier jetzt wahrscheinlich Zeitdruck, ne?
Da habe ich jetzt wahrscheinlich Zeitdruck. Da, ich sehe noch gar nicht. Wahrscheinlich muss ich vor das Ding. Aber. Ja, oder zurückgehen von da oben. Moment. Oder von da oben zurückgehen. Das sieht so auf den ersten Blick jetzt für mich ein bisschen erfolgsversprechender aus, von hier aus dann nachher zurückzugehen. Bleibt das hängen? Das bleibt hängen, okay. Also von hier aus dann jetzt gleich dahin zu springen. Das ist irgendwie. Also bevor ich das jetzt da versuche, kann ich die Kamera natürlich überraschenderweise nicht drehen. Weil wir die Kamera nur drehen können, wenn wir es am allerwenigsten brauchen. Wieso sind. Jetzt mal ohne Scheiß. Warum sind jetzt die Plattformen darunter einfach verschwunden? Die können doch nicht einfach sagen, okay, ich habe jetzt beschlossen, die Plattformen sind weg. Dass diese ausgeschnittenen Sachen wegfallen und dann jetzt das hintere Teil davon wegfällt, das sehe ich ja ein. Absolut. Überhaupt keine Frage. Aber. Was? Warum war das jetzt gerade weg? Oder bin ich so weit gesprungen, dass ich hier hinten reingefallen bin? Das ist. Nee, ich bin ja nicht mal mehr so weit gesprungen, wie der Stern war. Die können dann einfach die Plattform plötzlich wegnehmen. Was ist das denn? Also. Also dieser komische. Dieser Sprung hier funktioniert hiervon auch nicht. Das heißt. Ich meine, ich gehe mal da. Ich kann nur davon ausgehen eigentlich, dass das irgendwie so gedacht ist, dass man da von dieser Wand da so ein Wandsprung-Dings da macht. Aber ich weiß es auf der anderen Seite halt auch nicht. Das ist einfach hier die Plattform verschwinden, ist schon. Das ist schon gewagt, finde ich. Also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich. Da kannst du einfach Plattformen wegnehmen, einfach so. Okay, also ein Dreiersprung und dann so ein Walljump da wieder hin zurück. So wahrscheinlich, so ungefähr der Plan. Also, du kannst ja nicht irgendwie einen Stern dahin packen. Oder generell Sterne machen, die im Grunde genommen so gefunden werden, dass man ja die Galaxien vernünftig entdeckt und erforscht und so weiter und so fort. Und dann aber für Leute, die einen alternativen Weg finden, oder zumindest versuchen, einen alternativen Weg zu finden, überhaupt schon mal versuchen, einen Weg zu finden, die dann bestrafen. Das geht ja gar nicht. Also, nö. Das ich meine, es hat wahrscheinlich irgendwie irgendwelche technischen Gründe, dass irgendwie nicht genug Plattformen gleichzeitig irgendwie gerendert sein können oder so ein Scheiß. Irgendwie sowas, da gehe ich mal von aus, aber trotzdem, es ist eine sehr, sehr merkwürdige Sache. Das sind dann so. Also du musst doch damit rechnen eigentlich schon, dass die Leute gerade in den Galaxien mit den grünen Sternen dann, also beziehungsweise in den Missionen mit den grünen Sternen, anfangen. Ist das überhaupt möglich, was sie hier versuchen? Durchaus. Bleib da oben. Ah, danke, okay. Sehr schön. Also ist, dass die Leute dann versuchen, einen alternativen Weg zu finden, auch mal zurückgehen, backtracken. Na gut, in der Galaxie, wo dann der Weg hinter mir verschwindet, hält sich natürlich das Backtracking in Grenzen, aber ebenso kann man dann genauso gut andersrum argumentieren, dass man diese eine Plattform ja wohl auch hätte gerendert lassen können. Merkwürdig irgendwie, also. Ist egal. Wir nehmen das so hin, wir sind ja trotzdem noch so gerade eben vorangeschritten und dann läuft das. Hör mal, in 17 Sekunden in der Galaxie fertig. Das hatte ich so oft hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Also. Aber mit den grünen Sternen kommt das wahrscheinlich häufiger mal vor. Und der letzte, der war jetzt, ich meine, den hatten wir, glaube ich, im Anflug sogar schon gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Der war nämlich irgendwo unten quasi, irgendwo unter so einer Plattform drunter. Wenn mich nicht alles täuscht. Da müssen wir noch mal ein kleines bisschen aufpassen, wobei ja auch die Geräusche schon Hinweise geben, sagen wir mal so. Also, da unten ist er. Moment, das heißt, irgendeine von den runterfallenden Plattformen bei den Käfern da. Okay, also bei irgendwelchen roten Käfern war eine Plattform und die müssen wir dann irgendwie, da müssen wir aufpassen. Und dieser rosa Stern von dem Gourmet-Luma, der wird wahrscheinlich keine Bewandtnis mehr haben, oder? Davon gehe ich jetzt mal aus, dass das, also ich meine, dass das jetzt dann im Rahmen des normalen Level-Fortschrittes wäre, sagen wir mal so. Ansonsten, ja gut, ich meine, ansonsten müssen wir halt immer hingehen und dann sagen, ja, dann nehmen wir immer ein paar Starbits mit, ne? Also. Oh gut, dass die anderen da jetzt mal liegen. Ich werde das alles so bereuen. Die ganzen Starbits, die ich liegen lassen habe, irgendwann werde ich das alles bereuen. Bereuen und dreimal fressen. Also da auf den Tag warte ich. Der wird kommen. Wir müssen nur geduldig warten. Dann ist es vorbei, ne? Mit wilden Luzi oder so. Währenddessen mal wieder ein goldener Schauer. Ja, ist gut. Nehmen wir gerne. Ja, ich meine, gut, ist ja im Grunde genommen jetzt immer noch besser als. Wobei, ist immer noch besser als Säureregen. Ja, ist gut. Sag mal, das eine bringt einen zumindest nicht um, ne? Tut's das? Ich habe keine Ahnung. Möglich wäre es. Also es wäre jetzt da hinten. Da sieht man den auch schon mal so ein kleines bisschen. Und dann müssen wir nur aufpassen, wie wir da hinkommen. Ich gehe mal davon aus, dass man dafür jetzt mit irgendeiner Plattform nach unten fallen muss. Was auch schon wieder so eine Sache ist. Aber
Na gut, das sind jetzt halt dann die Tücken mit die Tücken der grünen Sterne. Okay, das ist. Ne, Moment, da hinten ist es. Also fahre ich jetzt einfach mal hier mit nach unten. Ja, ich fahre jetzt mal hier mit nach unten. Oder eigentlich müsste ich ja mit dem dahinter nach unten fahren, ne? Eigentlich müsste ich mit dem dahinter nach unten. Wobei, das sollte eigentlich so auch funktionieren. Ja, danke, okay. Aber ist ja cool. Das, dieses Entdecken und so und die teasen die ja leider. Ich meine, sag mal so, die geben ja auch genug Hinweise, ne? So ist es jetzt nicht. Aber da sollte man wirklich zumindest die eine Plattform dahinter. Also das nehme ich dem Spiel schon beinahe übel jetzt, ohne Scheiß. Das war gemein und überflüssig. Aber ist okay. Wir schreien voran und von dann und gehen. Lubba. Der übrigens Gott sei Dank überhaupt nicht eifersüchtig war auf die Gourmet-Lumas. Überhaupt gar nicht, ne? Das wäre jetzt quasi eine böswillige Unterstellung. Das wird auch eine Galaxie. Oh, das stelle ich mir toll vor. Oh, das stelle ich mir ganz fantastisch vor. Möchte ich? Ja, wir möchten. Oh, es wird mit Sicherheit gut. Ich bin mir sicher, das hat so Potenzial. Das hat so das Potenzial, weißt du, so richtig so richtig unangenehm zu werden jetzt. Weil wenn man dann ja, weil man ist ja jetzt ganz schnell, dass hier die Schoten-Galaxie ist. Man ist ja schnell, aber man muss trotzdem Sachen einsammeln und präzise sein. Also quasi genau das, was ich mit Sicherheit schon mal gar nicht kann. Ja, aber dafür haben wir tolle Musik. Und dann, wobei die ausgerechnet gerade in diesem Level relativ leise ist. Man könnte schon beinahe denken, dass quasi Nintendo dann Copyright-Probleme mit Nintendo bekommen hat, weil sie ihre Musik aus Super Mario World auf einmal in Galaxy eingebaut haben und dann haben gesagt, ne, bevor wir uns mit uns selbst streiten und dann sagen, und dann Nintendo auf einmal sagt, nein, wir machen hier, weil sie jetzt aber richtig einen auf die Fresse, dann mache ich die Musik halt ein kleines bisschen leiser. Ja, ist okay. Kommen wir mit klar. Ist ein sehr, sehr nachvollziehbarer Gedanke, Nintendo. Hashtag Shots have been fired. Das ist auch das Einzige, was hier gefeiert wird bei Nintendo. Ah! Ja, sagt er und starb. Ja, gut. Eigentlich war das ein Scherz. Eigentlich war das als Scherz gedacht. Doch dann hat Nintendo sich gerecht. Ja, dann, ist das jetzt wohl die Rache der, der verdammten Nintendo-Typen, ne? Also, ist auch gut. Ist gut. Da muss man dann einen Film drüber drehen und dann hat sich die Geschichte auch irgendwann wieder erledigt, ne? Also, da muss man dann halt, runterschlucken, so wie Yoshi die verdammten Chili-Schoten. Und manchmal, wenn man das dann runterschluckt, dann ist das nun mal manchmal so, dass danach die Poperze brennt. Und dann, ja, dann ist auch Feiertag, ne? Also. Kein Scheiß. Kein verdammter Scheiß. Hashtag no shit, yo. Wo sind jetzt die grünen Sterne? Wir müssen über Konzentration hier, sonst geht hier gar nichts. Aber wait, ich sag mal so, stimmt, mir fällt gerade ein, wir hatten ja irgendwann mal eine Mission, in der wir hier ganz viele lustige Münzen gesammelt haben. Wenn ich das hinkriege, dann sollte ich das mit den, etwaigen grünen Sternen ja eigentlich auch hinkriegen. Sagt er und starb. Also, da gehe ich jetzt auch fest von aus. Ich warte eigentlich drauf, dass das passiert. Huhu, aber das ist ja übelste Animation hier beim Sprung. Ja. Gigantigerisch, yo. Das ist so gemein, dass das so kurz vor knapp dann aufhört. Bisher habe ich noch keinen Stern gesehen übrigens. Das macht mir etwas Sorgen. Wahrscheinlich sind die alle dann am Ende des Levels, sodass man jedes Mal das komplette Level nochmal spielen muss, was ja dann auch sehr, sehr nett ist. Also, ich habe mir gerade für eine Sekunde eingebildet, ich hätte was gehört. Aber scheinbar war es eben auch das, eine Einbildung. Hoffentlich. Aber wie gemein wäre das? Ich möchte übrigens mal anmerken, dass inzwischen sogar ein neuer von diesen Verteilern eingesetzt worden ist. Also an dem Verteiler lag es nicht. Das heißt, vermutlich ist dieser Verteiler auch noch umsonst gekauft worden. Da ist ein Stern. Moment. Was? Umsonst gekauft worden, was dazu führt, dass ich jetzt noch saurer bin. Aber das macht gar nichts, weil wir haben ja dafür einen tollen neuen Verteiler. Also ist auch gut. Also an dem Verteiler lag es nicht für die Leute, die sich dafür interessieren, eventuell. Ja, fantastisch. Moment, wie werden wir jetzt... Ist jetzt hier hoch, oder was? Nein. Okay. Ich bin kein Fan. Ich bin auch kein Fan, wenn man mir einfach meinen Stern nicht gibt. Das finde ich ganz schön doof. Also das ist scheinbar im Grunde genommen nur ein Kabel kaputt. Schätze ich mal. Ich habe keine verdammte Ahnung. Weil ansonsten ist alles ausgetauscht worden. Schön auch, ne? Man hätte es auch ein kleines bisschen günstiger haben können. wenn es nicht so traurig wäre. Das sind dann so, weißt du, das sind dann so die Sachen. Wobei man im Grunde genommen nicht meckern darf, weil ich sag mal so, in der Zeit, in der dieser Kanal hier läuft, ist es im Grunde genommen das erste, was kaputt gegangen ist. Von daher nehme ich das. Davor war tatsächlich schon ein Stern. Moment, müsste ich den überhört haben. Vielleicht war der tatsächlich an der Stelle, an der ich dachte, ich hätte einen gehört. Und dann sollten wir da womöglich nochmal gucken gehen. Also so für den Fall der Fälle. So hypothetisch betrachtet könnte man das ja mal in Erwägung ziehen. Natürlich die Frage, wo das war. Sehr gut. Ja. Ich habe da gerade was glitzern gehört. Ich schätze mal, dass das
oben auf dem Turm da drauf ist, der da war. Die Frage ist natürlich dann nur, wie kommen wir da hoch? Aber für den Moment schreiten wir erstmal weiter von dann. Ich meine, glänzt das da hinten grün? Ich bilde mir schon ein, dass das leicht grün schimmert. Nicht, dass da ein grüner Stern ist. Versuch's jetzt einfach mal. Ich werde das bereuen, aber ich versuch's jetzt einfach mal. Das wird kein grüner Stern sein, oder? Ich geh mal davon aus, dass... Die haben silberne Sterne. Das heißt, das, was da glänzt, kann ja kein normaler... Das ist ja auf einmal gar nichts mehr. Du kannst doch nicht einfach... Du kannst hier doch nicht einfach so ein glänzendes Ding rendern. Und dann, wenn ich auf dem Planet bin, sagen, nee, hier ist doch nichts. Was? Da oben war tatsächlich einer. Da oben hat man, glaube ich, gerade tatsächlich einen grünen Stern schimmern gesehen. Ich meine, gut, da habe ich das durch diese wunderschöne Aktion, dieses wunderschöne Glänzen bei diesem anderen Planeten, da haben wir da auf jeden Fall jetzt schon mal die Chance, das nochmal zu testen. Ah, Moment. Ich merke schon. Ja, ich sehe schon. Okay, also müssen wir wahrscheinlich dann hier lang gehen. Mit dem Ding dann, das schaffe ich jetzt nicht mehr, okay. Mit dem Ding dann wahrscheinlich da einfach geradeaus weiterlaufen. Wenn ich jetzt schätzen müsste, ist das so. Also halten wir uns dann diesmal einfach links. Wir halten uns diesmal einfach mal links. Und dann... Weiter links, nein. Lauf, lauf, lauf. Okay, wenn ich einmal springe, habe ich verloren. Das heißt, das muss in einer Bewegung funktionieren. Toll. Mir schwant Böses. Okay, rüber, 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 rüber. Nein, ist okay. Ich meine, so, auf der anderen Seite bringt es einen ja nicht um, wenn man hier runterfällt. So zumindest. Ich meine, es gibt mit Sicherheit auch Varianten, in denen man dann stirbt. Aber für den Moment... Nein, 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 nein. Wir werden das jetzt nicht vollführen. Wir werden das jetzt nicht vorführen und das wäre ja total bescheuert. Wir machen das jetzt in aller Seelenruhe. Das ist jetzt nicht so... Normalerweise würde man denken, dass man allein mit Glück bei den vier Versuchen, die ich bis jetzt hatte, irgendwann mal... Nein, irgendwann mal nicht dagegen rennt, aber... Für den Moment scheinbar auch keine Alternative. Wäre ja auch vollkommen bescheuert. Ich meine, man muss ja auch mal, weißt du, man muss ja auch mal arbeiten. Also, ja, hart arbeiten. Also, lass mich jetzt hier vorbeigehen. So, und jetzt nehmen wir die mit. Ich sagte, wir... Moment. Ich dachte, es läuft jetzt. Tut's nicht. Okay, also nochmal. Nochmal, weil... Genau geschieht hier gerade. Ist egal. Wir schreien weiter von dann. Das war jetzt mittelmäßig frustrierend, aber okay. Weil ich habe drauf gezeigt und ich habe den komischen Knopf gedrückt, aber scheinbar... Ja, interessiert dann mal Galaxy 2 dann jetzt auch nicht mehr, weil wir müssen dieselbe Stelle jetzt bitte noch zum 974. Mal spielen. Das ist halt so und so die Regeln. So, jetzt dann aber. Jetzt läuft er dann hier hoch und hier ist jetzt ein grüner Stern und der Pinguin. Halt bitte an. Halt bitte einfach an. Halt bitte einfach an. Danke. Hast du irgendwas Lustiges zu erzählen? Ja, interessant. Ha! Du bist steil nach oben gekommen. Deine Zielstrebigkeit ist wahrlich beeindruckend. Eines Lobes wert. Sieh dich um. Dieser Ausblick hat etwas überaus Beruhigendes. Ich meditiere gerne hier oben. Na gut, dann werde ich wohl einfach mal meinen grünen Stern nehmen und abhauen. Meine Damen und Herren, dafür bitte Like-Button kaputt kloppen schon mal auf jeden Fall in den Kommentaren. Machen wir auf jeden Fall schon mal klar, was der Höhepunkt eurer Urlaubsgeschichten ist. Also Höhepunkt im Sinne, was ist der höchste Punkt, auf dem jemand wart? Wenn jetzt irgendwer kommt, das ist aber mein, mein Balkon im ersten Obergeschoss, ja, dann, ist das auch was Feines. Ansonsten wie immer, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, offiziell winkenderweise ebenfalls wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.